Und damit ein ganz herzliches Hallo am Samstagnachmittag zum neuen Revierderby Bochum gegen Dortmund. Zumindest für die nächste Zeit wird das hier in der Bundesliga das Revierderby Nummer 1 sein. Der VfL Bochum ist im Tabellenmittelfeld angekommen, scheint sich durchaus zu stabilisieren in der Fußball-Bundesliga, zuletzt auch mal auswärts gewonnen. Und nichtsdestotrotz ist der BVB hier klarer Favorit, die Gäste in Schwarz-Gelb. Vor allem unter der Woche gegen Beşiktaş in der Champions League überzeugt. Gegen die Bayern reichte es am Ende nicht mehr zu einem Punkt. Schauen wir kurz auf die Aufstellung des VfL Bochum. Maxim Leitsch zurück in der Innenverteidigung. Vorne Sebastian Polter, der für die Tore sorgen soll. Die Anspannung ist groß auf beiden Seiten, richtungsweisendes Duell. Die Aufstellung beim BVB, Zagadou dabei und vorne Wolf statt Julian Brandt. Brandt, der ja nur auf der Bank, nachdem er sich gegen die Bayern am Kopf verletzt hatte. Zumindest aber ist er wieder mit dabei und wohl auch einsatzfähig. Ansonsten würde er nicht auf der Bank sitzen. Wir dürfen gespannt sein. Wir freuen uns auf jeden Fall. Hitzige Stimmung vorprogrammiert und gleich geht's los zwischen dem VfL Bochum und Borussia Dortmund. Dann wollen wir hinein ins Spiel. VfL Bochum stößt an im ersten Durchgang in den blauen Trikots von links nach rechts und der BVB dürfte eigentlich gefasst sein, denn die Heimstärke des VfL Bochum, die ist wirklich nicht zu unterschätzen. Die mussten schon einige andere Mannschaften zu spüren bekommen. Dortmund zum Siegen verpflichtet, um am FC Bayern oben dran zu bleiben. Aber das sollte auch durchaus im Bereich des Möglichen sein. Das letzte Mal trafen diese beiden Mannschaften 2010 aufeinander. Damals auch hier in Bochum. Dortmund gewann mit 4:1 unter anderem Torschütze Lukas Barrios. Den kennen noch die etwas älteren Dortmund-Fans. Und so kann es vielleicht gehen beim VfL Bochum über Kontermöglichkeiten. Asano auf der rechten Seite bekommt da relativ viel Platz zugesprochen. Der Ball ist aber eher schlecht. Futter für Gregor Kobel, der den aus der Luft ohne Probleme abfängt. Haaland mit dem Ball raus auf die Position Marius Wolf. Haaland wieder. Haaland vielleicht gleich die erste Abschlusssituation. Haaland läuft sich da aber selbst mit seinem Mitspieler über den Haufen. Und wieder eine Kontergelegenheit für den VfL Bochum. Pantovic legt den Ball zu Gerrit Holtmann. Wird dann aber noch abgedrängt von Thomas Meunier. Und Rex Bischai abgepfiffen. Steht im Abseits. Deutliche Kiste. Die ersten 15 Minuten sind vorbei und wir warten auf die erste Tormöglichkeit. Bislang ist es doch noch ziemlich hektisch, ein Hin und Her. Bis zum 16er geht's gerade so noch, aber dann kommt nicht mehr viel. Neuer Versuch der Dortmunder. Haaland auf Marius Wolf. Haaland bekommt den Ball wieder. Bellingham. Meunier, Bellingham, auch da schnellt die Fahne hoch, Wolf, diesmal im Abseits. Ist eine sehr zähe Angelegenheit, das dürfte vor allem dem VfL Bochum erstmal gefallen. War aber auch Dortmund im Vorhinein sicherlich klar, dass es hier auch ein Geduldsspiel werden könnte. Eben hier im Ruhrstadion nimmt man nicht einfach so ohne weiteres die drei Punkte mit. Polter, rechts wäre Asano, den muss er eigentlich früher sehen. Jetzt der Pass zu Gerrit Holtmann und wieder abseits.
ist aktuell doch etwas zum Verrücktwerden. Auch wenn es nur eine Fußspitze ist. Der Pass an sich dann stark, aber Guerrero, der sich gerade so im letzten Moment noch rechtzeitig rausbewegt. Dadurch nicht die große Chance. Schnell abgepfiffen. Und weiterhin das Warten auf mal eine gute Möglichkeit. Polter zurück zu Pantovic. Losia, starker Ball auf Gerrit Holtmann. 25. Minute, 1-0 für den VfL Bochum. Erster Schuss, erstes Tor. Der Außenseiter geht in Führung. Polter behauptet sich hier. Dann starker Ball von Lucia, perfekt getimt. Holtmann an Meunier vorbei, mit voller Wucht ins kurze Eck. Da ist für Kobel überhaupt nichts auszurichten. Und wir haben das erste Highlight in diesem Derby. Es hat etwas auf sich warten lassen, hatte es jetzt dann aber tatsächlich so richtig in sich. Der VfL Bochum geht nach 25 Minuten in Führung. Und der BVB muss sich etwas einfallen lassen, jetzt gefährlicher nach vorne zu werden. Sie suchen die direkte Antwort. Wolf. Zurück zu Bellingham. Da muss dann eigentlich auch mal ein Abschluss kommen. Marco Reus bringt den Ball rein, aber Maxim Leitsch ist aufmerksam. Und jetzt wieder Polter. Polter macht auch ein gutes Spiel. Macht die Bälle da vorne fest, gibt dem VfL Bochum Zeit. Weiter Ball von Lucia. Guerrero verliert den Ball an Asano. Das sollte er nicht in dieser Art und Weise tun. Asano, die nächste Möglichkeit. Jetzt verspringt ihm da der Ball ein wenig. Bekommt den Ball von Rex Bischai wieder. Elvis Rex Bischai, Asano. Der BVB hat keinen Zugriff. Jetzt mal das lange Bein und möglicherweise eine Kontersituation für die Gäste. Emre Can. Wolf dauert auch alles so ein bisschen. Marius Wolf. Erling Haaland. Guerrero, Reus. Aber wo ist die Lücke? Sie tun sich extrem schwer gegen gut stehende Bochumer. Dahoud, vielleicht mal aus der zweiten Reihe. Und dann kommt da so ein missglückter Pass von Mo Dahoud. Der VfL macht's richtig gut. Und das kann Thomas Reis nur gefallen, was seine Mannschaft hier aufs Feld bringt. Polter diesmal eine schlechte Aktion. Reus, Haaland. Ah, trifft da nicht richtig. Wie man mit dem weiten Abschlag kommt, aber direkt zurück. Haaland, Wolf nicht im Abseits. Marius Wolf. Erste richtig gute Möglichkeit. Dortmund wird gerade stärker, kurz vor dem Seitenwechsel. Etwas so hoch angesetzt. Aber im Ansatz gut. Ball schnell abgefangen. Den Abstoß von Riemann. Es geht schnell nach vorne. Schneller Abschluss wird gesucht. Aber weiterhin der VfL Bochum kurz vorm Seitenwechsel mit 1-0 in Front. Bellingham mit dem Ball nochmal raus. Wolf und Leitsch. Der Versuch des Wolf mit der Hacke missglückt. Aber der VfL kann sich gerade nicht mehr befreien. Dahoud, Fehlpass, bekommt ihn nochmal wieder. Die zweite Chance, was daraus zu machen. Reus, Guerrero. Nachspielzeit auch schon abgelaufen. Guerrero, Reus. Und dann hat Stafelidis den Ball, Pantovic und Asano. Pause. Der VfL Bochum führt mit 1-0. Die einzige Möglichkeit, die sie bislang hatten, haben sie eiskalt genutzt. Vom BVB kommt bislang nach vorne noch zu wenig, eben kurz verbessert, aber das müssen sie in der zweiten Halbzeit noch weiter steigern. Wir schauen kurz auf die Halbzeitanalyse und dann geht's gleich weiter. Ja, hier einmal im Überblick, deutlich mehr Ballbesitz für den BVB, 2-1 Torschüsse, auch pro BVB sonderlich viel ist das nicht. Nicht die richtig unterhaltsame Partie bis dato. Der zweite Durchgang hat hoffentlich noch ein bisschen mehr für uns in petto. Wenn es
gefällt, würde ich mich über einen Daumen nach oben und ein Abo auf jeden Fall freuen. Hier seht ihr noch die Statistiken kurz weiterlaufen. Ja, Halbzeitanalyse ist ein bisschen zu viel gesagt. Aber gut, schauen wir auf den zweiten Durchgang. Viel Spaß dabei und danke fürs Reinschalten. Wir sind zurück im Stadion. Der BVB stößt an und muss sich jetzt deutlich verbessern in Halbzeit 2. Das war bislang noch nicht so viel von dem, was man sich eigentlich erhofft oder erwartet hatte. Und jetzt kommt wieder der VfL Bochum. Riesenauftaktchance zum Beginn der zweiten Halbzeit von Sebastian Polter. Aber Kobel passt auf. Und der Gegenangriff kann rollen. Haaland jetzt auf der Außenposition. Aber der VfL Bochum wirkt bislang deutlich griffiger, ist häufig bei 50-50-Situationen schneller am Ball und macht aktuell dem BVB keine Angebote. Asano, schwacher Pass, Zagadou fängt den ab. Und wieder der BVB. Platz bekommen sie eigentlich, die Schwarz-Gelben, aber auch hier die nächste Situation. Sie schaffen es nicht, die Szenen sauber auszuspielen. Sebastian Polter. Polter, aber Zagadou dazwischen. Der Unterhaltungswert kommt aktuell eigentlich nur über das Ergebnis, die Spannung, aber spielerisch auch nach einer Stunde noch nicht das Gelbe vom Ei. Polter. Hummels, bislang fehlerlos, hat er gegen den Bayern einen sehr rabenschwarzen Tag erwischt. Aber es kommt auch nach vorne eben zu wenig vom BVB, da kann man dann als Verteidiger auch nicht mehr viel ausrichten. Haaland, Danilo, Suarez und Gelb für Marco Reus, müssten wir vielleicht in der Wiederholung nochmal drauf schauen. Er schließt mich mir jetzt gerade nicht. Eigentlich müsste Freistoß gepfiffen worden sein. Ja, hier nachträglich die gelbe Karte. Gut, und wir haben Wechsel. Dahoud, Pantovic gehen. Brandt kommt und Tesche kommt. Also ein Wechsel pro Seite. Und das ist eine gute Freistoßposition. Also tatsächlich dieses Handspiel gepfiffen. Aber schwacher Freistoß. Den kann Riemann ohne Probleme abfangen. Und die Zeit wird langsam auch knapper. Aber alles noch möglich, hier das Spiel zu drehen. Haaland. Masovic dazwischen. Die Viererkette, sie steht beim VfL Bochum und lässt sich momentan wirklich nicht einreißen. Und der Ball ist wieder bei Manuel Riemann. Wieder Polter, der als erstes an den Ball kommt. Diesmal aber kein Profit daraus zu schlagen für den VfL Bochum. Emre Can zu Marius Wolf, der sich doch mittlerweile sehr aus dem Spiel genommen hat. Marius Wolf bekommen wir sehr wenig von zu sehen. Bellingham, Leitsch dazwischen, Lucia schnell nach vorne und Polter. Sehr guter Ball. Holtmann. Was für ein Fehlpass. Also die richtige Struktur hat dieses Spiel nie bekommen und es war auch wirklich nicht hochklassig. Wir haben noch eine Viertelstunde auf der Uhr. Der VfL Bochum hat dieses 1:0 noch auf der Habenseite. Polter und jetzt vielleicht die Möglichkeit für Gerrit Holtmann. Alleine auf weiter Flur. Gerrit Holtmann lässt sich etwas abdringen. Bringt den Ball aber zu Robert Tesche. Und der fackelt nicht lange rum. 2:0 Bochum. 78. Spielminute. Dortmund lässt sich auskontern. Und ist das schon die Entscheidung? Den nimmt Tesche mit vollem Risiko. Holtmann. Ja, bringt den da so halb hoch rüber. Eigentlich alles andere als optimal. Aber Tesche hat diese Schusstechnik. Spielt bislang eigentlich eine sehr unglückliche Saison, Robert Tesche.
Jetzt macht er hier das 2:0 und schießt den BVB möglicherweise zum Derby-Sieg. Dortmund hat noch 10 Minuten Zeit. Danilo Suarez mit dem Foul kurz vor der 16-Meter-Linie. Marius Wolf wird gelegt. Da gibt es eigentlich keine zwei Meinungen. Aber wichtig und richtig, den da so zu bringen. Kommt Dortmund nochmal zurück. Sie müsst jetzt schleunigst den Anschlusstreffer erzielen. Ansonsten können sie auch den Punktgewinn vergessen. Gute Position, um ihn direkt zu bringen oder auch eine Flanke. Er bringt die Flanke. Kopfball von Wolf. Manuel Riemann. Nicht viel getestet worden heute. Aber im Zweifel ist er da. Steht er eigentlich zu weit vom Tor. Aber reagiert dann doch noch klasse. Schauen wir nochmal auf den Wechsel. Holtmann, ein Tor gemacht, eins vorgelegt. Super Spiel bislang natürlich. Mann des Tages für ihn kommt für die letzten 10 Minuten nochmal Christopher Antwi-Ajay, der auch nochmal richtig Tempo mitbringt. Riemann faustet diesen Eckball erstmal raus. Guerrero. Aber wo sind die Möglichkeiten? Ja, dreht sich da gut um den Mann und holt nochmal einen Freistoß raus. Masovic mit dem Foul wird noch ohne Karte davonkommen, wobei das auch durchaus eines gelben Kartons würdig gewesen wäre. Aber daran werden sich heute die Gemüter nicht aufreiben. Nein, es ist kein guter Auftritt bislang des BVB, aber noch haben sie eine Galgenfrist. Julian Brandt! Und da ist es! 2:1, 85. Minute! Schwarz-Gelb nochmal mitten im Lebenszeichen. Starker Freistoß von Guerrero auf den ersten Pfosten gezogen. Da kommt Julian Brandt. Ja, ausgerechnet mit dem Kopf auch noch. Wegen dem er zuletzt ja fraglich war. Riemann kommt raus, aber kommt nicht an den Ball. Ganz schuldlos ist er hier nicht, aber Julian Brandt, der ist tatsächlich aktuell in richtig guter Verfassung. 5 Minuten noch Zeit für Dortmund. Eben zumindest ein Punkt noch mitzunehmen. Rex Bischai, weiter Ball auf Antwi-Ajay zu Sebastian Polter. Was ist denn das? Was ist hier bitte los? 3:1 VfL Bochum. Die Partie hat ihren Sieger gefunden. Unglaublich. Und die Dortmund-Fans komplett ratlos. Unfassbar. Was für ein Tor. Antwi-Ajay, der Eingewechselte mit der Vorlage. Polter aus 16 Metern visiert das rechte obere Eck an. Da sind so viele Dortmund-Spieler, aber keiner orientiert sich zum Ballführenden. Kobel streckt sich, wie er will. Er kann nichts ausrichten. Und die Hoffnung, die ganz kurz da war beim BVB, sie ist hiermit wohl wieder erlischt. Der VfL Bochum reitet weiter auf der Erfolgswelle. Es läuft richtig gut für die Mannschaft von Thomas Reis. Wolf nochmal, Tigges auch mittlerweile für Haaland gekommen. Haaland, der wohl die 90 Minuten doch noch nicht gehen konnte. Klares Abseits hier, aber... Und dann dürfte das hier langsam vorbeigehen. Wäre der dritte Sieg in Folge für den VfL Bochum. Und das wäre eine Ansage. Hazard kommt Dortmund doch nochmal, aber die Zeit, sie ist eigentlich zu knapp. Brandt, Guerrero mit der Flanke, Maxim Leitsch auch mit einem super Spiel heute. Und Bellingham mit dem Handspiel. Das dürfte es dann
wohl gewesen sein. Ist durchaus eine Meldung wert, eine große Überschrift in den Zeitungen. Der VfL Bochum gewinnt das Derby gegen den BVB mit 3:1. Es ist vorbei. Es ist vollbracht. Der BVB tatsächlich auch mit einer schwachen Partie kein guter Auftritt. Nach der Gala in der Champions League konnten sie daran heute nicht anknüpfen. Der VfL Bochum gewinnt. Durchaus verdient. Am Ende mit 3:1. Und holt sich vor allem ganz wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Steht im Tabellenmittelfeld und kann nach dieser Leistung wirklich mächtig stolz auf sich sein. Jo, das soll es mit dieser Prognose gewesen sein. Schaut gerne hier nochmal die Statistiken durch. Ich scroll hier einfach mal ein bisschen, wen was interessiert. Gerne auf Stopp drücken, aber so spannend dürfte das eigentlich nicht sein für euch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe auf jeden Fall, es geht euch gut soweit. Morgen gucken wir nochmal auf alle Spiele im Kurzüberblick. Ja, vielen Dank fürs Reinschalten. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und adios.